Ja, wunderschönen guten Tag der deutschen Reinheit. Ich grüße euch, wir machen heute mal ein kurzes Video. Ich habe nämlich vor an meiner CZ557 Luxus, die steht da hinten, den Abzug noch mal ein bisschen feiner einzustellen. Ich hatte ja dieses Abzugsproblem neulich, dass er nicht mehr abgezogen hat oder ausgelöst hat. Da musste ich eine Schraube festziehen und dabei habe ich den Abzug schon mal ein bisschen leichter noch eingestellt. Und heute schauen wir uns mal an, wie messe ich denn das Abzugsgewicht mit einer ganz einfachen und kreativen Methode und stellen den Abzug dann nochmal feiner ein und messen dann nochmal, ich hätte den gerne so bei ungefähr 1000 Gramm, das wäre halt schon ganz nice, vielleicht auch ein bisschen drunter, muss man mal sehen. Ja, und das gucken wir uns heute an, also Messen des Abzugsgewichts mit einer sehr einfachen Hausmittelmethode und Einstellen des Abzugs an einer Büchse, also das kann man sicherlich nicht nur für die CZ557 Luxus hier machen, sondern das kann man auch auf andere Waffen übertragen, dann geht das genauso. Wer nicht weiß, wie das geht, obwohl es eigentlich ja nur eine Schraube ist, viel Spaß mit dem Video. Ja, messen wir erstmal hier, was das gute Stück hier hat, ne? Das Baby, wie viel haben wir da ungefähr an Abzugsgewicht? Das kann man relativ einfach ermitteln, indem man sich hier so einen Messbecher nimmt. Ja, man braucht natürlich auch noch eine Küchenwaage, ja, und dann kann man hinterher wiegen. Und was macht man? Man macht das ganz einfach, man füllt erstmal ein paar Schrotpatronen da rein. Das hier sind jetzt hier so für die Krähenjagd-Schrotpatronen, ne, 12,70, 36 Gramm Vorlage, 2,7er Schrote. Und dann macht man dann noch eine Schnur dran und dann hängt man das ganze Ding einfach an den Abzug. Ja? Und dann füllt man immer mehr Schrotpatronen rein und irgendwann macht es klack und dann weiß man, okay, jetzt scheint es genug Gewicht zu sein, dass der Abzug ausgelöst wird. Und dann wiege ich das einfach, was ich hier habe. Und dann weiß ich halt relativ genau, ne, was ich für ein Auslösegewicht am Abzug habe. Und das machen wir jetzt einfach mal, gucken wir uns das also mal an. Also erstmal ist natürlich wichtig, dass man das Ding hier so da dran hängt, wie man auch am Abzug ziehen würde. Man zieht ja den Abzug so, dass man ihn genau wirklich zu sich hinzieht, ja, und nicht so zum Beispiel schräg nach unten weg oder so. Dann gibt es keine genaue Messung, das habe ich vor dem Video ausprobiert. Also man muss es halt wirklich schon so machen, dass es eben auch wirklich genau so zieht wie ein Finger. Da muss man also ein bisschen auf den Winkel achten. Des Weiteren ist empfehlenswert, die Schnur, die man hier dran hat, sich mit Tesafilm festzukleben, sonst rutscht die nämlich immer nach unten. Gerade wenn man Videos machen will, ist das ziemlich ätzend. So, also machen wir es mal. Hängen wir mal hier das gute Stück an den Abzug. Die Waffe ist gespannt, ist natürlich keine Patrone drin, dessen könnt ihr euch sicher sein. So, jetzt haben wir den, Moment, ich mache es mal so, dass es etwas freier hängen kann. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr das nicht fallen lasst, ne? Sonst würde der Abzug wahrscheinlich schon auslösen. So, jetzt zieht es ein bisschen noch so, jetzt müssen wir es noch ein bisschen so machen, dass es dem Finger realistisch nachgestellt ist. So, und jetzt machen wir einfach Folgendes, wir schmeißen jetzt einfach immer mehr Schrotpatronen vorsichtig da rein. Also wir legen sie rein, am besten nicht so reinpfeffern, weil das könnte natürlich das Ergebnis verfälschen. Und dann schauen wir mal, wann er auslöst. Ah, jetzt hat er ausgelöst. Also wir sehen es genau an der Grenze. Genau an der Grenze, wo der Abzug wirklich bricht, wenn man sich hier so ein bisschen bewegt. Ne? Und das sollte jetzt auch schon recht gutes Ergebnis liefern. Schauen wir also mal rein. Stellen wir eben die Büchse weg. Ja, dann wiegen wir mal. Dafür nehmen wir einfach eine handelsübliche Küchenwaage. Die sollte genau genug sein, um sowas zu messen. So, da geht sie auch schon an. Ich mache nochmal eben Zero, also Tara. Und da steht jetzt 0 Gramm. Und jetzt messen wir mal das ganze Paket, das wir an unseren Abzug gehangen haben. Und wir sind jetzt bei 1296 Gramm. Ne? Also rund 1300 Gramm hat der Abzug jetzt. Ist schon sehr wenig. Ab Werk ist er gekommen. Da hatte ich es auch schon mal gemessen. Mit einer Gepäckwaage allerdings. Da war er bei 1800 Gramm ungefähr. Was auch schon ein sehr guter Wert war. Lässt sich auch super schießen damit. Aber ich habe jetzt festgestellt, wenn er noch ein bisschen runter ist, dann ist auch richtig nice so und deswegen stellen wir den jetzt einfach nochmal neu ein und ich hätte wie gesagt gerne so ein Abzuggewicht so um die 1000 Gramm, also das, wenn das gehen würde, das wäre optimal und das machen wir jetzt. Abzugsgewicht einstellen bei der CZ oder auch bei anderen Langwaffen ist ziemlich einfach. Bei vielen Langwaffen ist es so, dass man im Abzug einfach eine kleine Schraube hat und mit der kann man im Grunde einstellen, wann der Abzug bei welchem Gewicht auslöst. Und ja, man könnte es sich jetzt einfach machen. Ich habe da ein kleines Werkzeug für und das ist einfach hier so ein Innensechskant und damit kann man das halt verstellen. Und das machen wir jetzt auch mal. Man könnte die Waffe natürlich auch ausschäften, dann kann man hier den Abzugsbügel kann man dann wegmachen, dann lässt es sich ein bisschen einfacher machen, aber wir machen es jetzt trotzdem mal eben hier fürs Video auf die schnelle Art.
Und wir gehen erstmal an das Minimum des Abzugsgewichtes, das ich haben muss, damit die Büchse nicht auslöst. Und das machen wir einfach so. Wir spannen die Büchse. So, jetzt ist die Büchse gespannt. Hier hinten kommt der rote Stift raus. Und dann machen wir Folgendes. Wir drehen einfach mal den Abzug runter, also das Gewicht runter. Und ja, und irgendwann wird wahrscheinlich der Abzug dann von selber auslösen. Ja. Und dann wissen wir, okay, das ist jetzt ein bisschen dumm. Oh, da sind wir schon dran. Also das ging jetzt sehr fix. Ne? Und wenn man jetzt mal spannt, dann müsste es auch so sein, dass der Abzug sich, oder dass der Schlagbolzen sich gar nicht mehr spannt. Nein, der wird also vom Abzug, weil er gezogen ist jetzt, ne, direkt entspannt beim Spannen. Also man sieht, hier ist der Pin draußen. Wenn ich jetzt zumache, dann sieht man, geht der Pin wieder rein. Das heißt, der Schlagbolzen entspannt sich. Jetzt habe ich natürlich die Vermutung, wir sind wahrscheinlich schon recht nah an dem, was ich als niedrigsten Wert einstellen kann. Also gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen rauf. Ne, so. Wieder nach hinten. Mache ich mal. So. Jetzt sind wir dran. Jetzt ist der Schlagbolzen wieder gespannt. Und jetzt gehen wir mal ganz langsam Schritt für Schritt nochmal ein bisschen weiter. Man sollte das natürlich so machen, ne? Also man sollte nicht so nah an die Grenze gehen, weil dann wird das nämlich auch ziemlich unsicher. Ne? Also da sollte man schon gucken, dass man da nicht zu sehr an die Grenze geht. Ne? So, ich drehe jetzt langsam weiter. Ist irgendwie spannend gerade. Hoffentlich erschrecke ich mich nicht, wenn es jetzt gleich Klack macht. Ah, ich habe mich ein bisschen erschreckt. Witzig. Okay, also da sind wir wirklich jetzt hier am Dings. So, jetzt drehe ich mal ein ganz Stückchen zurück. Also jetzt sind wir wirklich so an der Grenze. Ich ziehe jetzt nochmal ab. Ich habe mich übrigens ein bisschen in der Küche verletzt. Ich habe mir die Fingerkuppe abgeraspelt. Egal, aber das muss jetzt trotzdem gehen. So, ich versuche es nochmal. Ich gehe mal so in den Anschlag, wie ich schießen würde. Oh ja, das ist mega nice. Das gefällt mir sehr gut. Also wir sind jetzt wirklich so an der Grenze. Ne, also ich denke mal weiter, man kann noch ein Stückchen weiter, kann man noch drehen, aber dann ist es echt, glaube ich, zu krass. Ja, und jetzt messen wir mal wieder das Abzugsgewicht mit der altbekannten Methode. Also wir nehmen nochmal hier wieder ein paar Schrotpatronen raus, ist klar. Und dann schauen wir mal, was er jetzt ungefähr für ein Gewicht hat. Das interessiert mich halt schon. So, jetzt haben wir hier ein paar rausgenommen. Ich hoffe, das reicht. Und jetzt machen wir mal den finalen Test hier. Fressen, so. Es hängt jetzt relativ frei. Es hängt genau in die Mitte des Schaftes. Und jetzt packen wir nochmal Patronen rein. Und da löst er schon aus. Müssen wir jetzt nochmal verifizieren. Ja, das ist genau der Punkt, wo man auslöst. Ich nehme nochmal eine raus. Da auch passiert. Wie gesagt, man muss es auch ganz vorsichtig loslassen. Okay, da löst er nicht aus. Ja, ich denke, wir haben den Punkt jetzt ganz gut ermittelt, wo der Abzug jetzt bricht. Und jetzt würde ich sagen, dann messen wir nochmal mit der Waage. Ja, und wir sind jetzt bei 1010 Gramm. Ja, das sind also 300 Gramm weniger, ist ja, sehr nahe dem, was ich als Zielgewicht für ein Abzugsgewicht für mich haben wollte. 1000 Gramm ist schon nice, also ist erstaunlich, dass man den CZ-Abzug wirklich so weit runterschrauben kann, also coole Sache. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das Video zu gucken, habt ein bisschen was mitnehmen können hier, diese lustige Methode, könnt ihr auch gerne mal zu Hause ausprobieren. Klappt einigermaßen, ja, also um so ein bisschen so rauszukriegen, wo man ungefähr liegt, ist es, glaube ich, eine ganz gute Methode und auch ganz witzig. Ja, und ich gehe natürlich demnächst mal wieder schießen mit der TZ und versuche mal, ob sich da jetzt durch das Abzugsgewicht das ein bisschen besser handeln lässt, die Waffe oder nicht. Und in diesem Sinne, ciao, Kakao, tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.